Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Dieses Mal und aus ganz besonderem Anlass, weil ja eben gerade jetzt in der Zeit des Schuhkaufes für das Frühjahr uns natürlich wieder so ein paar tolle Dinge immer wieder auffallen, wie sagt man so, die das Herz einer Kinderschuhtante so richtig schön in Wallung bringen. Und zwar sind das nämlich die sozusagen Todsünden, die man machen kann als Elternteil. Und glauben Sie mir, Sie glauben selber gar nicht, wie oft es doch eigentlich passiert, dass genau diese Dinge, die eigentlich gänzlich falsch sind, angewendet werden. Das erste wäre eben halt, ich kaufe einen Schuh ohne Kind. Ich gehe also los als Mama, Papa, Oma, wie auch immer, weil ich den Auftrag habe, festgestellt habe, Schuhe passen nicht und ich gehe jetzt los und will Schuhe kaufen. Dann bekomme ich hier zum Beispiel nur eine Zahl gesagt, ich brauche jetzt Schuhe in der 23. Haben wir die Fußgröße 23? Brauchen wir die Schuhgröße 23? 23er Schuhgröße würde wieder bedeuten, wir reden über einen 21er Fuß. Diesen wohlgemeinten Unterschied und diesen gravierenden Unterschied, dazu haben wir auch schon mal ein Video abgedreht, ist leider etwas, was die meisten Eltern ignorieren oder gleichsetzen, obwohl man es nicht gleichsetzen kann. Weil Fußgröße ist nicht gleich Schuhgröße. Auch hier gab es am Wochenende wieder große, große Augen, weil wir dann von einem dreijährigen Kind die Füße vermessen haben. Mama hat gedacht, mit nur 25 ist sie gut bedient. Das Kind stand dann auf dem Messbrett, das zeigte eine 27 an. 27er Fuß bedeutet, ich brauche im Schuh mindestens eine 28, 29. Ja, die Mama ist jetzt fast vom Glauben abgefallen. Und das sind eben halt solche Dinge, die immer wieder passieren. Wie gesagt, wenn es geht, nach Möglichkeit mit Kind. Weil mit keinem anderen Dings lässt sich sozusagen die Schuhgröße oder Schuhweite überprüfen, als wenn man den Kandidaten gleich mit dabei hat. Das zweite wäre, wenn Sie jetzt sozusagen gänzlich ohne Hilfsmittel unterwegs sind. Manche machen sich ja dann kleine Markierungen, legen die sich ins Portemonnaie-Streifen und so weiter und so fort, wo dann immer sozusagen die Länge, die aktuelle Länge und die aktuelle Breite des Fußes sozusagen ausgeschnitten wird, aufgezeichnet wird, wie auch immer. Am idealsten ist natürlich, wenn ich vielleicht mit einem gemalten Fußabdruck losgehe, weil dann sehe ich auch immer als Kinderschuhtante, wie groß, wie breit ist jetzt der Fuß. Das Einzige, was ich nicht ableiten kann, ist die Spannhöhe. Aber dazu kann man sich ja Informationen von dem Betreffenden einholen. So. Dann ist natürlich dann das Nächste, dass wir dann auch natürlich immer mit der Größennennung zu tun haben. Und ich sag mal, wenn jetzt nicht unbedingt auf die Weite geachtet wird. Ich habe das Kind mit dabei, lass mein Kind aussuchen, die Schuhe. Kind geht natürlich nur nach der Optik und nicht nach dem, wie jetzt Kinderschuhtanten Schuhe aussuchen würden. Und demzufolge gewinnt die Optik vor der Passform. Auch schon mal nicht unbedingt so ganz cool. Und das Schärfste muss ich dann immer wieder sagen, wenn dann sozusagen so alteingeschliffene Größenvergleiche herhalten, wo ich immer sage, wie kommt ihr jetzt eigentlich darauf? Also ich sag mal, das Tollste ist natürlich, man nimmt den getragenen Schuh, man nimmt den neuen Schuh und hält die sozusagen aneinander. Vollkommener Schwachsinn, absoluter Schwachsinn, weil die Außensohle gibt niemals den Platz wieder, den der Fuß innen zur Verfügung hat. Ist ein absolutes No-Go. Je nachdem, wie profiliert oder wie ausladend Spitze und Sohle gearbeitet sind, kann der eine Schuh größer von der Optik her ausfallen, ist es aber letztendlich vom Innenraum her nicht. Also Quatschikado. Noch schlimmer, man nehme den Fuß des Kindes und halte ihn sozusagen an die Laufsohle dran. Noch schlimmer, tödlich und absolut ungeeignet, um irgendetwas festzustellen. Weil wir heben den Kinderfuß an. Bedeutet, der kindliche Fuß ist nicht unter Belastung. Er ist also in der kleinsten Größe, die ein menschlicher Fuß aufweist. So, und halte das jetzt hier dran, dann sehe ich nicht, wie viel Platz wirklich innen zur Verfügung steht. Weil der Fuß steckt ja innen und nicht außen auf der Sohle. Ist ja auch schon mal so eine Weisheit. Na?
So, und wenn ich dann also auch feststelle, dass ich unbedingt diese Größe brauche, damit eben halt vorne diese 12 mm Platz sind, ja, dann ist es halt so. Natürlich sehen auch neue Schuhe am Anfang der Saison besonders groß aus, aber das ist nun mal so und deswegen müssen auch Schuhe von der Weite her passen. Das letzte große Manko oder der letzte große Fehleinschätzung ist dann immer, das Kind fragen, ob der Schuh passt. Wenn der Schuh sozusagen für die Mädels mit Einhörnern oder ins Elsa Blau bestückt ist, werden sie natürlich in den seltensten Fällen ein Nein hören. Und genauso, wenn der noch vielleicht ein Blinkerelement und mit Paw Patrol oder Spider-Man ausgestattet ist, wird auch ein Junge niemals Nein sagen. Weil Kinder kaufen natürlich auch vom Auge her. Und wenn der beste Kumpel jetzt auch solche Schuhe hat oder die beste Freundin, dann will ich die doch natürlich auch haben. Ist ja selbstverständlich. Können wir doch auch irgendwo nachvollziehen. Aber ob der Schuh jetzt wirklich passt, das erfahren Sie mit dieser Handhabung leider nicht. Also, es gibt viele Dinge, die man eigentlich beachten sollte, weil der Schuh sollte ja nicht irgendwas unten am Fuß sein. Er sollte ja schon passen. Und demzufolge wäre manchmal eine Beratung und ein Füßeausmessen im Kinderschuhfachgeschäft auf jeden Fall empfehlenswert und gar nicht so verkehrt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Es gibt viele spannende Themen, auch beim nächsten Mal. Bis dahin und auf bald!